Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Star Stable Horses. Ihr habt richtig gehört, auf der Star Stable Horses App gibt es ein neues Pferd. Und zwar das schwarze Curly. Dieser Rappe ist so unfassbar schick, Leute. Die App-Pferde im Moment finde ich eh wunderschön. Ihr müsstet jetzt alle ein Update bekommen haben. Guckt im Google Play Store oder im App Store nach, ob ihr das Update schon ziehen konntet. Ich habe sowohl auf BlueStacks, das Android ist, als auch auf meinem iPhone, das ganz offensichtlich iOS ist, und konnte bei beiden das Curly schon sehen. Bei euch sollte es so aussehen, dass, Moment, ganz kurz, ein kleiner Moment, Leute, dass ihr, Gott, haben wir mittlerweile viele Pferde, dass ihr den Akaltikina als allererstes seht, denn die Pferde sind jetzt komplett nach dem Alphabet sortiert. Das heißt, ihr müsst ein bisschen scrollen, falls ihr nach dem Curly sucht, denn das Curly ist bei C, Leute, A, B, C, ihr wisst Bescheid. Und somit könnt ihr dann hier euer Curly großziehen. Mit Level 10 könnt ihr es ins Spiel reinholen, also nach Star Stable Online, Leute. Ihr zahlt 850 Star Coins, genauso wie die Pferde, die im Spiel verfügbar sind, ab Level 1, mit dem einzigen Unterschied, dass euer Curly bereits mit Level 10 ins Spiel kommt, statt mit Level 1, denn ihr kümmert euch ja hier um das Curly und könnt es dann mit Level 10 ins Spiel bringen. Das Ganze dauert 5 Tage. Wir machen es wie immer. Wir haben heute ein Video, übermorgen ein Video und übermorgen, falls ihr euch fragt, heute ist Donnerstag, werden wir das kleine Mäuschen ins Spiel holen. Jetzt aber, bevor wir das machen, brauchen wir erstmal einen Namen. Blue finde ich schon mal richtig cool, Leute. Ich habe mich nicht vorbereitet für einen Namen. Wir versuchen einfach Bright Cake. Passt nicht wirklich, oder? Wir versuchen jetzt einfach ein paar random Namen. Vielleicht fällt uns einer ein oder gefällt uns einer. Dash Mask ist auch mega cool. Ich befürchte aber, dass das nichts wird, Leute, oder? Was meint ihr? Mit den random Namen? No. Ach Mann. Am Ende des Tages habe ich mich tatsächlich für Onyx Ocean entschieden, weil mir irgendwie Blue gut gefallen hat, aber ihr wisst Bescheid, Onyx ist ja, so viel ich mich erinnern kann, schwarz. Vermutlich nicht. Aber ich hätte gesagt, Onyx ist schwarz und Ocean ist ja blau. Onyx Ocean fand ich irgendwie sehr, sehr passend. Wir nennen den Buben so. Oh, da ist ein kleines Baby. You don't love me. Oh mein Gott, Leute. In 2 Tagen, also morgen versorge ich ihn ja alleine und übermorgen bringe ich auf jeden Fall wieder ein Video, Leute. Und da wird er dann erwachsen. Ich bin schon mega gespannt. Wir müssen uns, Moment, ich bin lost, Leute. Wir müssen uns um ihn kümmern. Ich wollte ihn jetzt eigentlich auf die Koppel bringen, aber es macht gar keinen Sinn, weil wir müssen ihn ja erst versorgen und dann können wir ihn auf die Koppel bringen mit unserem Tinker, den wir ja vor kurzem erst gekauft haben. Ich werde aber wahrscheinlich Onyx nicht auf Dakota kaufen, denn die Curlys sind süß, aber ich reite sie nicht mega oft. Das heißt, ich werde wahrscheinlich Onyx auf Sandy Ironman kaufen, denn wenn ich mich recht entsinne, hat die Sandy noch kein Curly. Ich liebe es jedoch, die Pferde ab Level 10 mittlerweile ins Spiel zu holen, denn es ist einfach so einfach, die dann zu reiten, ohne dass man von 1 bis 10 leveln muss, denn, ne? Man hat halt mittlerweile nicht mehr so viel Zeit, die ganzen Pferde zu leveln, die ich absolut immer gerne kaufe. Mir macht es aber mega Spaß. Ganz viele fragen mich, warum levelst du deine Pferde nicht? Mach es doch einfach so, dass du die Pferde erst wieder kaufst, wenn du sie levelst. Aber Leute, ich habe mega viel Spaß daran, Pferde zu kaufen. Warum sollte ich mich limitieren und sagen, ich level erst ein Pferd aus und das artet dann in Stress aus, nur dass ich mir dann ein neues Pferd kaufen kann, wenn ich das einfach am allerliebsten mache? Und ja, das ist natürlich ein bisschen komisch und auch ein bisschen preisintensiv, dass ich gerne Pferde kaufe, aber ich liebe einfach sammeln. Für mich persönlich ist ein Pferd nicht nur was wert, wenn es Level 15 ist, sondern für mich persönlich ist das Pferd einfach immer was wert, denn ich sammle halt einfach gerne Pferde. Die, die gestern im Livestream dabei waren, haben auch schon, oder die im Allgemeinen im Livestream dabei waren, ich streame jetzt mal mit Facecam, haben ja auch gesehen, ich sammle jetzt Briar Horses, schon einige Monate, Leute. Da kommt auch demnächst auf meinem Lifestyle-Kanal, auf Sandy Light Videos, könnt ihr mir sehr, sehr gerne ein Abo dalassen, wenn ihr darauf Lust habt. Der Kanal ist, glaube ich, verlinkt. Ich hoffe, Leute, dass ich ihn verlinkt habe. Ansonsten, ich bin vielleicht lost. Am Ende des Videos ist auf jeden Fall so ein Button, wo ihr draufklicken könnt. Auf meinen Lifestyle-Kanal. Und ich liebe es einfach zu sammeln. Und ja, egal ob in Real Life oder in den Spielen, Leute. Und in Fortnite habe ich ja auch so eine kleine Skin-Sammlung. Und ich mag es einfach Level 2.
tut mir leid. Ich mag es einfach mega, mega gerne, die Pferde zu kaufen, Leute. Und ich hoffe, ihr mögt gerne zugucken, wie ich mir Pferde kaufe. Weil ich einfach so begeisterungsfähig bin, Leute. Ich weiß nicht, was mit mir ist, aber der ist mega knuffig, Leute, oder? Der Rappe? Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare, wie findet ihr den Curly-Rappen? Ich finde den mega, ehrlich gesagt. Ich finde den so hübsch. Ich bin ja sehr, sehr picky bei Rappen. Die meisten Rappen im Spiel, da denke ich mir, ah, da hätte man das anders machen können, Aber ich finde die Textur von dem Rappen mega, mega schön durch das Curly-mäßige. Und ich bin so unfassbar gespannt, wie er im Spiel aussehen wird und ob er mir letztendlich im Spiel genauso gefällt wie ja, die Bilder, die ich gerade gesehen habe, also quasi, ne, ihr habt ja gesehen, als wir es gekauft haben, beziehungsweise als wir es ins Spiel geholt haben, da hat es richtig, richtig gut ausgesehen. Und meistens ist es so, Leute, dass man im Spiel, also in SSO, die Pferde nochmal viel, viel schöner aussehen. Falls ihr gerade auch schon, oh mein Gott, guck mal, die kleinen, ach so langsam habt ihr gesagt, naja. Okay, langsam. Ich nehme mal an, dass der Curly andere Gangarten in der App hat. Das ist nicht so schlimm, Leute. Der Curly hat alle normalen Gangarten wie der Curly, der auch in der App ist. Es ist nur halt so, dass in... Was? Der in der App ist. Was rede ich denn da? Der Curly hat die gleichen Gangarten wie der Curly im Spiel, also im normalen SSO. Denn in der App haben die Pferde andere Gangarten, dass sie nicht jede einzelne Gangart in die App patchen müssen. Also falls ihr euch da wundert, ist es absolut kein Ding. Es ist... Und wisst ihr... Oh Gott, der Stern... Wisst ihr, wie süß ich diesen Stern finde? Also es ist eigentlich kein Stern, sondern eigentlich eher so ein Patch, aber er ist so knuffig, Leute. Leute, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich liebe einfach die Pferde aus der App mittlerweile. Am Anfang habe ich mir... Oh nein, jetzt habe ich hoch statt runter. Was ist denn mit mir? Bitte beantwortet einfach die Frage. Ich bin lost. Es ist noch ziemlich am Morgen, Leute, von heute. Es ist noch am Morgen. Ich bin ein bisschen lost vielleicht. Könnte sein. So. Nein, Licht Level 3. Fast Level 3, Leute. Wir sind fast Level 3. Was müssen wir jetzt noch machen? Das gleiche nochmal? Ach ja, natürlich, weil wir haben ja einfach reingeschissen gehabt. Ach Gott, Leute, von heute. Was ist denn mit mir? Jetzt habe ich es richtig gemacht. Das kriegen wir hin. Süß, oder, Leute? Och Gott, das Fohlen ist so süß. Stellt euch mal vor, wir könnten das Fohlen mit Level 10 ins Spiel holen. Also, dass das Fohlen ins Spiel kommt, nur noch ein Fohlen ist und wir dann in SSO uns noch ein bisschen um das Fohlen kümmern müssen und es dann groß wird in SSO. Boah, Leute, das würde ich auch richtig feiern. Dann sind wir Level 3 und Onyx Ocean ist müde, der kleine Bob. Guckt ihn euch an, wie süß er ist. Ich habe mega, mega wenig Rappen im Spiel, weil ich habe ihn gerade vorhin gesehen. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, ich brauche ihn in meinem Leben, weil ich habe mega wenig Rappen im Spiel, Leute, oder? Ich meine, das Ding ist, das Problem ist, warum ich ihn nicht auf Sandy Light holen kann, ist, dass ich nur noch 2000 Starcoins habe und ich mir nächste Woche ja ein Halloween-Pferd kaufen möchte. Aber auf Sandy, glaube ich, wird der mega, mega viel Sinn machen, Leute. Das ist doch eine richtig gute Idee, oder? Schreibt mir mal gerne in die Kommentare. Oder sagt ihr, bist du von Sinn? Wir kaufen das Pferd nicht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so denkt. Denn es interessiert mich immer mega, was ihr denkt. Oh mein Gott, guck mal, wie süß er ist. Und jetzt wartet mal, ist nicht... Ach nee, mein Tinky ist ja gar nicht mehr da. Ach genau, ich habe ihn ja gegen den Tinky gewechselt. Mein Quarter ist da noch. Sind die nicht mega süß, die beiden zusammen? Übermorgen, also am Samstag, Leute, kommt die nächste Folge, wo unser kleiner Onyx groß wird. Und am Montag werden wir den kleinen Buben dann kaufen. Dann war's es aber mit dieser Folge. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, ob ihr euch ihn in die App geholt habt oder sie. Und ob ihr das Curly ins Spiel holen werdet. Dann ich habe gesagt, war es das mit dieser Folge von Star Stable Horses. Lasst gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!